Kein anderer Ball in Wien machte im Vorfeld so viele Schlagzeilen wie der Akademikerball der FPÖ, der frühere Kooperationsball. Heute in zwei Wochen treffen einander unter anderem schlagende Burschenschafter und rechte Politiker zum Tanz und die Linken machen dagegen mobil. Die Innenstadt wird dann wohl wieder zur Kampfzone. Bilder vergangener Jahre im Umfeld der Wiener Hofburg. Dass der Ball auch heuer wieder dort abgehalten wird, ist Überlebenden der Nazizeit und der Plattform Jetzt Zeichen setzen einen offenen Brief wird. Sie haben sich unter anderem an die Wiener Kongresszentrum Hofburg Betriebs GmbH gewandt, dem, wie sie schreiben, rechtsextremen Vernetzungstreffen keinen Platz in der Hofburg zu geben. Es sind sehr viele Menschen, die aus dem Ausland kommen, die diesen Ball besuchen, die wegen Holocaustverleugnung zum Teil verurteilt oder zumindest schon vorbestraft sind, die der Uni entfernt worden sind, weil sie wo zum Beispiel den Holocaust leugnen. Ich sage es ganz offen, von der Ballorganisation ist noch nie ein internationaler Gast eingeladen worden. Aber wenn einer meiner Gäste einen Gast einladet, dann steht ihm das auch zu. Der Ball findet in der Hofburg statt, so die Wiener Kongresszentrum Hofburg Betriebs GmbH, die sich lediglich als Vermieterin der Räumlichkeiten sieht. Die inhaltliche Gestaltung und dessen Verantwortung liege in den Händen des Veranstalters, der FPÖ also. Und die will die Hofburg als Veranstaltungsort behalten. Gerade beim Opernball, der war begleitet von Protesten über Jahrzehnte oder über Jahre hinweg. Und da ist auch niemand auf die Idee gekommen, zu fragen, ob dieser Ball nicht mehr in der Oper stattfindet. Warum soll das bei uns anders sein? Ich stelle Ihnen aber trotzdem die Frage. Na, für uns ist es keine Option. Wien soll nicht der Platz sein, wo sich die europäische Rechte vernetzt. Mir wäre es am liebsten, er würde überhaupt nicht stattfinden. Die Fronten sind im Vorfeld des Balls klar definiert. Bisher sind etwa 6 Kundgebungen für den 24. Jänner angemeldet. Ob die Polizei auch alle genehmigt, ist noch nicht entschieden. Mit Platzverboten im Umfeld der Hofburg kann man aber angesichts der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren rechnen. Und ein Ballbesucher steht jedenfalls jetzt schon fest. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat heute sein Kommen zugesagt.